Ja, wir kehren zurück zum sogenannten Beef und ich habe was Interessantes gesehen. Da läuft anscheinend ein Ordnungsmittelverfahren gegen KuchenTV und auch gegen Tobias Huch in den Auseinandersetzungen mit Shoyoka. Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Alex Boos, der unwichtige Anwalt. Ja. Ah, was soll's? Ich bin wichtig genug, dass ihr meine Videos schaut. Zumindest die, die heute zuschauen, freue mich sehr. Lasst ein Abo und ein Like da. Vergesst das nicht. Ich freue mich über jeden Einzelnen. So, was habe ich wieder Spannendes gesehen? Und zwar habe ich eine der Sachen schon im Prozess gesehen, bei dem ich anwesend war zwischen Shoyoka und Tobias Huch. Da habe ich das gehört. Und die zweite Sache habe ich jetzt in einem Video von KuchenTV gesehen. Da hat er auf ein Video von Tobias Huch reagiert. Da ging es darum, dass Tobias Huch die einstweilige Verfügung gezeigt hatte, die Shoyoka gegen ihn erwirkt hat, aber er hat nur die Passagen gezeigt, die er weiterhin sagen darf, also das, was ihm nicht untersagt wurde, den Rest hat er da nicht gezeigt. Bei dem Video von KuchenTV, wo er über seine Abmahnung sprach und die einstweilige Verfügung, die dann der Anwalt Müller-Römer gegen ihn erwirkt hatte, da war KuchenTV ja in 9 von 11 Punkten erfolgreich. Und zwei Punkte, da hat man dem Kollegen Müller-Römer aber recht gegeben. Und das eine war diese Thematik mit dem Loser. Wir hatten uns ja damit befasst. Und das andere war noch so ein anderer Satz, den ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden habe. Da ging es irgendwie um die Thematik, dass KuchenTV gesagt hätte, man hätte wohl noch nie von Müller-Römer gehört, sinngemäß. Und er scheint keine große Bedeutung zu haben. Es ging irgendwie so in die Richtung. Genau habe ich es nicht mehr auf dem Schirm. Also seht es mir nach. Jetzt ist Folgendes passiert. Fangen wir mal mit Tobias Huch an. Tobias Huch, das habe ich im Prozess gehört. Es läuft wegen der einstweiligen Verfügung. Das betrifft die Equalist-Thematik. Wir erinnern uns, ja, wo eben Aussagen untersagt wurden in Bezug auf Shoyoka, wiederum in Bezug auf die Influencerin der Equalist. Da ist ihm wohl vorgeworfen worden, dass eine entsprechende oder sinngemäße Passage, das weiß ich nicht genau, die ihm da untersagt wurde, noch in einem anderen Video enthalten gewesen wäre. Und deshalb hat die Shoyoka-Seite bzw. der Anwalt Müller-Römer gesagt, okay, das ist ein Verstoß gegen die einstweilige Verfügung. Du hast das ja noch irgendwo anders online, du bist aber zur Unterlassung verpflichtet nach der einstweiligen Verfügung. Und deshalb beantragen wir jetzt ein sogenanntes Ordnungsgeld. Kurz zur Erläuterung, bei diesen einstweiligen Verfügungen wird ja immer austenoriert, dass jetzt in dem Fall dem Antragsgegner es untersagt wird, und zwar bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes, ersatzweise Haft, das und das zu äußern. Das ist jetzt erstmal ein Titel, wo halt drin steht, okay, Tobias Huch darf das nicht mehr sagen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn, wenn er das dann doch wieder sagt? Und dafür gibt es dieses Ordnungsmittelverfahren, sogenanntes Bestrafungsverfahren auch genannt. Da stellt man dann einen Antrag ans Gericht und sagt, hier, der und der hat gegen die einstweilige Verfügung verstoßen, bitte jetzt ein Ordnungsgeld festsetzen. Die Höhe des Ordnungsgeldes ist nur in Bezug auf den Maximalbereich in der einstweiligen Verfügung festgelegt. Da steht immer bis zu 250.000 Euro, das ist das Maximum. Aber eben bis zu. Ja, das heißt, in der Praxis läuft das so ab, dass das erstmal ein relativ niedriger Betrag ist, dann geht das ein bisschen höher und so weiter. Wir erinnern uns an den Fall des AfD-Politikers. Hatte ich ein Video darüber gemacht, der auch gegen eine einstweilige Verfügung von Ann-Kathrin Müller verstoßen hatte. Und da waren das meines Wissens nach im ersten Fall, wo er verstoßen hatte, dann 5.000 Euro. Ja, das kann auch weniger sein, es kann auch mehr sein. Es hängt ein bisschen von der Art der Aussagen ab. Also wie schlimm ist das, dass es jetzt wieder gesagt wurde? Wie gravierend sind die Dinge, die da unterlassen werden müssen? Und hat natürlich auch ein bisschen was vielleicht mit dem Einfluss zu tun. Wie viele Leute haben es gesehen? Wie vermögen sind die Parteien? Also all diese Umstände kann das Gericht da zu Rate ziehen und berücksichtigen. Ja, also in der Regel wird man da in einem vierstelligen Bereich anfangen. Nehme ich mal an, also in der Regel so 1.000 bis 5.000 vielleicht, und dann geht das so schrittweise höher. Also wenn ein Gericht dann merkt, okay, der hat jetzt schon mal einen Ordnungsgeldbeschluss bekommen und dann verstößt er wieder, dann gehen die natürlich entsprechend hoch. Das Ganze soll halt quasi animieren, dann die Unterlassung auch durchzuhalten beziehungsweise sich dem nicht zu widersetzen. So ist es richtig ausgedrückt. Von daher ist das erstmal im Ermessen des Gerichts. Und ich habe in dem Prozess gehört, in dem Fall Huch, also Shoyoka gegen Huch, dass die beantragt haben 20.000 Euro. Das halte ich für relativ hoch. Ich weiß weder, wo dieser Verstoß war, noch wie genau der war. Also war es wirklich die gleiche Passage oder war es inhaltsgleich, kann ich also nichts zu sagen. Ich weiß nur, dieses Ordnungsmittelverfahren läuft, dieser Ordnungsmittelantrag läuft.
Ob der bisher entschieden wurde, weiß ich nicht, habe ich nichts dazu gehört. Aber jetzt habe ich ähnliche Thematik, fast selbe Protagonisten oder zumindest verwandelte Protagonisten. Jetzt geht es nämlich um KuchenTV und sein Verfahren gegen den Kollegen Müller-Römer, beziehungsweise andersrum. Müller-Römer ist ja gegen ihn vorgegangen und hat, wie ich gesagt habe, in 2 Punkten von 11 gewonnen und die restlichen hat er verloren. Und da läuft anscheinend auch ein Ordnungsmittelbeschluss. Und Hintergrund ist wohl das Video von KuchenTV, wo dieser alle Punkte aus seiner einstweiligen Verfügung gezeigt hatte. Und da sieht Kollege Müller-Römer, das ist jetzt nicht Schoyoka, es war ja ein Müller-Römer gegen KuchenTV-Verfahren, und der sieht da eben einen Verstoß gegen die einstweilige Verfügung. Wir schauen mal rein. KuchenTV hatte das in einer Reaction auf Tobias Huch mitgeteilt, wo Huch, wie gesagt, von seinem Schoyoka-Prozess da berichtet. Gucken wir mal rein. Ansonsten findet ihr mit Sicherheit bei den üblichen Verdächtigen die Reaktion, wahrscheinlich auch bei KuchenTV oder bei Montana Black oder bei Salami oder wie sie alle heißen, die darauf reagieren. Die können alle ein bisschen offener reden. Die können auch. Ja, Müller-Römer hat jetzt übrigens auch einen Ordnungsmittelantrag gegen mich gestellt über 50.000 Euro. Weil ich ja mein Video gemacht habe, dass ich gegen ihn gewonnen habe und auch die Punkte eingeblendet habe, wo ich verloren habe. Und deswegen soll ich 50.000 Euro zahlen, weil ich es ja quasi wiederholt habe. Lassen wir aber noch prüfen. Also meiner Meinung nach ist das vollkommener Quatsch, weil ich behaupte das ja nicht, sondern ich sage ja, also ich ordne das ja einfach ein und sage, ja, die Punkte habe ich halt verloren. Vor allem 50.000 Euro. Somt, Dankeschön für den Prime-Sub. Junge, als ABK mal Videos nicht gelöscht hat, als wir unseren Streit hatten, Bruder, der musste 500 Euro zahlen. Der hat bei mir 20.000 beantragt. Ja, das ist einfach nur, also für mich wirkt es einfach so, einfach das Ausnutzen von solchen Möglichkeiten, um möglichst hohe Kosten irgendwie zu verursachen. Also da geht es auch nicht darum, logisch zu überlegen, okay, der hat vielleicht was vergessen zu löschen oder keine Ahnung, ja, der hat dieses Video gemacht, war halt nicht korrekt, aber Digga, 50.000 Euro Ordnungsgeld zu verlangen, ist halt, also das ist weit weg von jeglicher Realität. Vor allem, dann weiß ich ja aber auch im nächsten Video, dass ich einfach nur sage, dass ich gewonnen habe und ich lasse die Punkte, wo ich verloren habe, weg, weil sonst kriege ich wieder einen Antrag. Also, das ist ja noch dümmer. Es ist doch für ihn auch gut, dass man sieht, was man gewonnen hat. Also, das macht das, Digga, logisch gesehen macht das so überhaupt gar keinen Sinn, wirklich. Das triggert mich innerlich so krass, dass die so doofe Aktion die ganze Zeit bringen. Ehrlich, ey, das macht gar keinen Sinn. Gut, da haben wir das. Also, 50.000 Euro gegen ihn beantragt hier wohl. Erster Eindruck, viel zu hoch. Ja. Also das Gericht ist daran nicht gebunden, ja, dass das klar ist. Er gibt da halt einen gewissen Rahmen vor, da sagt, ich halte das und das für angemessen, was das Gericht dann draus macht. Das bleibt ihm überlassen. Ich halte sowohl die 20.000 als auch die 50 im Fall von KuchenTV für überzogen. Die 50 sind aus meiner Sicht völlig überzogen. Ja. Kuchen selbst hat hier ein Beispiel gebracht von ABK. Da ging es anscheinend dann um 500 Euro. Also ich glaube schon, dass man hier irgendwo zwischen 1.000 und 5.000 vielleicht landet. Das jetzt aufpassen. Betrifft aber höchstens vielleicht den Fall von Tobias Huch, den ich aber nicht kenne. Also wenn ein Verstoß da ist, dann hielt ich die 1.000 bis 5.000 hier vielleicht für angemessen. Aber ich weiß eben zu wenig, was da wirklich passiert sein soll oder was nicht. Vielleicht gab es auch keinen Verstoß. Ja, aber in Bezug auf die Thematik Müller-Römer gegen KuchenTV kann ich was sagen. Es geht nämlich hier um die Frage, und die ist relativ interessant, die hatten wir auch schon mal in anderem Zusammenhang. Darf ich denn, wenn ich zur Unterlassung von Aussagen verpflichtet bin, darf ich denn dann nicht mitteilen, was mir untersagt wurde? Denn er hat ja hier Ausschnitte aus der einstweiligen Verfügung eingeblendet, wo eben drin stand, das und das darf ich nicht. Ja, und hat das so mitgeteilt, mehr nicht. Und da bin ich völlig anderer Meinung als der Kollege Müller-Römer. Ich glaube nämlich, dass das zulässig ist. Und ich bin da sehr gespannt, was bei diesem Ordnungsmittelverfahren rauskommt. Wie gesagt, es ist nicht meine Entscheidung, sondern es ist die Entscheidung in dem Fall des Landgerichts in Frankfurt, wie die das sehen, aber ich halte das tatsächlich für nicht machbar, hier ein Ordnungsgeld zu verhängen. Lass mich da gerne eines Besseren belehren, wenn es dann so ist, aber ich sehe das so nicht. Denn es muss mir weiterhin natürlich möglich sein zu sagen, was mir denn untersagt wurde. Ja? Also nur weil ich jetzt die Aussage quasi zitiere und sage noch glasklar dazu, das und das ist mir nach dem und dem Beschluss hier untersagt, das darf ich nicht mehr sagen, dann halte ich das für völlig zulässig und okay. Ja, das ist in gewisser Weise eine Art Zitat, die ich da mache und ich teile eben der Umgebung mit, pass auf, das ist mir verboten worden. Ja, das schwingt natürlich auch mit, ich habe da anscheinend nach Auffassung des Gerichts einen Fehler gemacht und deshalb darf ich das nicht mehr. Ja, und sowas ist aus meiner Sicht zulässig. Wir hatten den gleichen Fall, ich habe ihn kürzlich gesehen, da geht es um die YouTuberin Saschka. Ja,
das Girl Sascha, glaube ich, sagt sie immer, oder euer Girl Sascha. Die hat nämlich eine Abmahnung bekommen und meine auch entweder Klage oder einstweilige Verfügung von einem, ja, war glaube ich ein Geschäftspartner von Julienko, der Ex-Freund, ich glaube verheiratet waren sie gar nicht, weiß ich gar nicht, von Bibi Heinicke. Und da hat sie von diesem Herrn eine Abmahnung bekommen und danach gerichtlich in Anspruchnahme. Und als sie dann in einem Video darüber berichtet hat, was ihr eben untersagt wurde, damals ging es um Verdachtsberichterstattung, die rechtswidrig war nach Auffassung des Gerichts, und da hat sie darüber berichtet und dann gab es auch ein Ordnungsmittelverfahren, was da eingeleitet worden war von dem Gegner von ihr. Ja, ich weiß nicht, was dabei rausgekommen ist, wäre mal interessant, das zu wissen. Also, aus meiner Sicht ist sowas zulässig. Ich muss berichten können, was mir untersagt wurde. Denn diese einstweilige Verfügung hat ja zwar den Charakter, dass mir eben Aussagen untersagt werden, aber die sanktioniert das ja deshalb, weil ich mich, wie gesagt, rechtswidrig geäußert hatte und das auch entsprechend gemeint habe. Also ich darf die gleiche Äußerung nicht wieder sagen. In einstweiligen Verfügungen heißt es ja insbesondere dann, ich habe es zu unterlassen, über den und den das und das zu behaupten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das denn wieder eine Behauptung über jemand anderen, weil ich jetzt meine einstweilige Verfügung vorlese, sage, was mir untersagt war und das sogar noch deutlich mache und eben einblende und sage, hier, das und das ist mir untersagt worden, ist das wirklich eine Behauptung über jemand anderen? Und ich sage da ganz klar nein, das entspricht nicht meiner Rechtsauffassung. Dasselbe hat übrigens auch Markela Scheiks gemacht, fand das damals als sehr, ja, wie habe ich es bezeichnet, als spitzbübisch, spitzmädlerisch, wie soll man es da sagen, in der weiblichen Form weiß ich jetzt nicht, aber die hatte, nachdem sie vom Landgericht Hamburg untersagt bekommen hatte, verschiedene Dinge über Till Lindemann, alles damals zu äußern, hat sie auch ein Video gemacht und hat das entsprechend vorgelesen, was ihr untersagt war. Und es war eine ganze Menge Punkte. Und ich habe das damals als sehr, ja, also ich fand das eine interessante juristische Idee. Das war auch vorher rechtlich mit Sicherheit abgeklärt mit ihrem Anwalt. Hatte lange gedauert, bis das Video dann online kam, weiß ich noch. Sie hat auch angekündigt, ist noch beim Anwalt und so weiter. Deshalb, der hat das gesehen wie ich. Ich habe das damals schon so gesehen, dass es kein Verstoß gegen die einstweilige Verfügung ist. Das ist aus meiner Sicht ein Zitat. Das ist ein Bericht. Ich muss drüber sprechen dürfen, was mir untersagt wurde, ist meine Meinung. Und da stehe ich auch nicht alleine da. Deshalb glaube ich, und da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube nicht, dass da was bei rauskommt. Ich hoffe, der gute Tim Held hält uns da auch entsprechend auf dem Laufenden. Wie gesagt, das betrifft Tim Held. Bei Tobias Hoch habe ich zu wenig Hintergrundwissen, was ihm da für ein Verstoß gegen seine einstweilige Verfügung vorgeworfen wird, weil ich davon ausgehe, dieses Video ist auch nicht mehr online. Ich weiß auch nicht, um welches es geht und wo diese Äußerung vielleicht noch drin war. War sie nur sinngemäß drin? War sie wirklich genauso getätigt und so weiter? Also da sind mir zu viele Fragezeichen. Aber bei Tim Held kenne ich das Video, was er gemacht hat und habe das gesehen und da sehe ich keinen Verstoß. Da bleibt es abzuwarten, was das Landgericht in Frankfurt ist das ja hier in beiden Fällen, was das Landgericht daraus macht. Ich halte euch auf dem Laufenden, aber ich bleibe bei meiner Meinung. Kein Verstoß und Ordnungsgeld natürlich, selbst wenn man einen Verstoß sehen wollte, in beiden Fällen viel, viel zu hoch. Ja, halte ich für überzogen. So, das war meine Meinung und mein Wort zum Feierabend, sage ich einfach mal. Wir bleiben dran und ihr seht, es hört nie auf. Der juristische Kontext hört nie auf und selbst an diesem einen oder diesen zwei Verfahren, da kommt so viel hinterher und dann bist du schon wieder in der nächsten Fragestellung drin, wie hier eben bei diesen Ordnungsgeldern. So, für heute war es das. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal und tschüss.